Hallo liebe Freunde von CryptoTV, heute sind wir wieder in der Stadt unterwegs. Hinter mir seht ihr den Mozartplatz. Wir waren schon ein paar Mal da mit euch, gell? Es ist wieder ein kleiner Spaziergang, wie seht ihr. Und Hintergrund sind die Verkabler unterwegs. Die Verkabler, die was CryptoTV schauen, kennen sie sicher schon. Ich habe schon zweimal begleitet. Die setzen sich dafür ein, dass die Stromoberleitungskabel in die Erde runter versetzt werden. Weil es dafür wirklich nur positive Gründe gäbe. Ja? Und die negativen Gründe eigentlich jetzt durch die Oberleitungskabel bestehen würden. Jetzt wird es sehr massiv bei den Verkabeln. Die machen hinter mir einen Hungerstreik. Ja, richtig, einen echten Hungerstreik. Schon der 11. Tag heute. Und ich würde mal sagen, schauen wir mal hin, unterhalten wir uns mit den Verkablern und schauen wir mal, was daraus wird, wie weit sie schon sind und was sie eigentlich damit aussagen wollen, mit ihrem Hungerstreik. Okay dann, schauen wir rüber. Servus Roberto, schön, dass du da bist. Du hast uns einfach nur gefüllt. Yes! Du bist jetzt da. Der Leo ist ein Genie. Ein Genie ist der Leo. Naja, die haben das für Salzburg heute verwendet. Nur eine Nacht überschwemmt. Aber sie war nicht zu mein. Und man kommt über Großartig. Es war heftig noch. Aber die Sonne scheint wieder. Die Sonne ist einfach für dich da. Yeah. Das Wetter wird da immer. Besser. Und auch die Sonne in unser Herzen, die wird immer heller und schöner. Wir schaffen das, wir bringen das Kabel unter den Bohnen. I sing it in the evening, oh, yeah. Oh, I sing it in the morning. Was darf man ohne Leon und ohne Sitzen? So, liebe Leute, jetzt habe ich den Herrn Christian Müller auf unserer Bank auf dem Mozartplatz eingeladen. Ihr habt ja schon ein bisschen was zum Vorgespräch gehört. Es geht um Verkehr, ums Verkabeln. Und der Herr Christian Müller, der wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten, so gut er kann. Und da sind wir sicher schon sehr gespannt. Hallo Herr Christian Müller, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für ein kleines Gespräch zu dieser euren wichtigen Aktion, wie ich finde. Hallo, grüß euch. Ihr seid von den Verkablern, ich habe euch ja schon zweimal begleitet bei der Großdemo und bei der Briefkastenaktion. Und ich finde das eine sehr wichtige Sache. Jetzt macht ihr das ziemlich, wie sagt man eigentlich, sehr radikal mit einem Hungerstreik. So eine kleine Partie von euch bei den Verkablern. Stimmt das so? Ja, das stimmt so. Es ist einfach fast eine Verzweiflungsakt, weil die APG jetzt mit aller Gewalt Fakten schaffen will, bevor eigentlich die gerichtliche Entscheidung, nicht einmal die letzte Entscheidung, aber die österreichische letzte Entscheidung gefallen ist, die zu sehr hohen Prozentsatz oder zu unseren Gunsten ausgehen könnte. Und deshalb will sie jetzt nur bauen, was geht, um nachher zu sagen, ja, jetzt haben wir schon so viel gebaut, so viel Steuergeld ausgegeben, jetzt können wir es leider nicht mehr abbauen. Und darum ist dieser Verzweiflungsakt
ausgehend von unserer Eva Wimmer, einfach das letzte Mittel. Und wir haben damit schon so viele Menschen erreicht und wir sind irrsinnig dankbar dafür. Ich habe ja auch schon auf Fotos gesehen, dass einige Masten schon gebaut werden. So ein Drittel, Viertel stehen schon von unten her gesehen. Das sind ja wirklich gigantische Bauten. Wie weit lässt sich denn das noch stoppen, wenn das schon so weit fortgeschritten wird? Naja, der APG, der Betreiber, baut jetzt auf eigenes Risiko sozusagen und muss eigentlich das wieder retour bauen. Natürlich ist die Zerstörung und die Abholzung der Wälder schon etwas fortgeschritten, aber jetzt stehen, glaube ich, in Salzburgland stehen 4 Masten komplett und 400 müssen sie noch bauen, insgesamt 400 bauen. Das heißt, je weiter, je aggressiver sie noch sind, umso schlimmer wird es. Vor allem sind ja die Leute so betroffen. Das ist ja so eine psychische Belastung, wenn du zuschauen musst, wie der eigene Lebensraum zerstört wird, wirklich radikal zerstört wird. Und auch mit Strafen brutal niedergedrungen wird. Nicht? Also ich selber bin ein betroffener Grundeigentümer. Die Leitung würde an einem wunderschönen Seeplatz 150 Meter von meinem Haus vorbeigehen. Und es ist einfach deprimierend, wenn man zuschauen muss, wie die Wirtschafts- und leider die Politik vorgespannt, Staatsmacht, da rücksichtslos nur für Profit quasi gegen das Volk arbeitet, nur auf einen eigenen Profit. Ja, also es ist ja wahr, man hört ja auch, dass wenn man das unter die Erde macht, dass die Elektrosmogbelastung um einiges minimiert wird. Es geht ja eigentlich nicht nur um ein ästhetisches Merkmal und dass die Natur zurückgedrängt wird. Es hat ja auch einen gesundheitlichen immensen Faktor, oder? Also da haben wir wirklich Experten aus Norddeutschland, die schon über 800 Kilometer Erdkabel geplant und verlegen haben lassen. Der Ingenieur Ingo Rennert, ja, der schon mehrmals in Salzburg war und uns ehrenamtlich unterstützt mit Informationen. Ein Experte, der seit Jahrzehnten Erdkabel baut. Und der hat uns erklärt, dass man um ein Erdkabel kann man einen Schutzschirm spannen. Ja, es ist relativ klar. Durchmesser von einem Erdkabel kann sich jeder vorstellen für 83 kV, wird ungefähr 30 cm sein. Da macht man einen Schutzschirm, einen Schutz darüber. Und wenn man das dann eingegraben hat, ist die Strahlung 5 Meter neben diesem Erdkabel nicht mehr messbar. Bei einer Freileitung, die kann man nicht abschirmen, das schaut unmöglich aus, wäre auch viel zu groß und windanfällig, geht nicht. Und du hast die Strahlenbelastung, die elektromagnetische, noch ungefähr bei der 83 kV, noch 400 bis 500 Meter daneben, die Strahlenbelastung, nicht messbar wäre es wahrscheinlich noch weiter weg. Also man kann 5 Meter neben einem Erdkabel kann man ein Haus bauen. Man muss daran denken, in Europa und auf der ganzen Welt sieht man in Großstädten keinen einzigen Freileitungsmasten. Es ist alles verkabelt. Es ist alles in der Erde und man hat uns jahrelang betrogen, obwohl man das seit Jahrzehnten in der Stadt, wo der Strom gebraucht wird, gemacht hat, ist alles schon verkabelt. Nicht? Also man kann das mit so einem faradayischen Käfig abschirmen dann in dem Sinne. Es ist ja auch so, wenn im Winter sieht man es ja auch oft genug, wenn der Schnee, die Belastung zu groß wird, dann brechen diese Stromleitungen ein. Das ist ja auch ein immenser Kostenbeitrag, was man da pro Jahr legen müsste. Das wäre doch auch ein Vorteil, wenn das dadurch unter die Erde kommt. Gibt es noch ein paar so Vorteile, die was so eigentlich und für das Erdkabel spricht? Also das Erdkabel, vor allem das moderne Erdkabel, habe ich ja gerade darauf hingewiesen, wegen der Gesundheit, Abschirmung, hat nur Vorteile. Denn derzeit Freileitungen kann man sich gegen die Bevölkerung nur leisten, indem man um die großen Ballungszentren weg von den Städten, wo es eh keine gibt, herumführt. Aber dann ist man natürlich in den schönsten Naturschutz- und Landschaftsgebieten über den Nockstein, über den Wisterstausee vom Hochkönig herum. Ja? Und in diesen Gebieten, da brechen natürlich gerade mit zunehmender extremen Klima- und Wettersituationen die Masten teilweise wie Streichhölzer. Ja. Das Erdkabel würde im Tal verlaufen, da kann eine Lawine drüber gehen, da kann ein Schneesturm sein, ein Eisregen, das ist ganz egal, das ist absolut sicher. Und Sie müssen sich mal vorstellen, Sie müssen im Winter Leute darauf schicken, die dann im Hochwind, im Hochgebirge diese Freileitungsmasten wieder einigermaßen zusammenflicken.
Ihr kennt euch vielleicht erinnern, vor 1,5 Jahren, wo dieser starke Winter war, dieser nass, schneereiche Winter, da waren von 3 Starkstromleitungen in Salzburg waren 2 unterbrochen über Wochen und Monate. Es ist in ganz Salzburg kein einziger Lift stehen geblieben. Alle Fremdenverkehrsorte sind hell auf beleuchtet gewesen, alles weitergegangen. Auch das mit dieser Versorgungssicherheit und ist die ewige Lüge seit Zwentendorf, wo man den Bürger einfach Angst einreden möchte, dass es nicht geht. Und der nächste Punkt wäre der, die Versorgungssicherheit. Man hört oft, das Kabel ist so schwer zum Reparieren. Das Gegenteil ist der Fall. Beim einen muss ich ins Hochgebirge gehen, muss ich Menschenleben riskieren. Und beim anderen gibt es Lichtsensoren entlang des Kabels. Beim modernen Kabel kann man das Lichtsensoren und Wärmesensoren einrichten. Da weiß man Monate vorher schon, sieht man am Bildschirm, da wird ein Kabel etwas wärmer. Und dann kann man eine Baustelle planen. Und innerhalb von 3 bis 4 Tagen, wenn man das alles geplant hat, ist die Baustelle wieder fertig. Man kann das Material beschaffen, man kann die Arbeit, alles planen. Und das ist einfach, hat nur Vorteile. Der einzige Vorteil von einer Freileitung ist der Profit. Die Übertragungsverluste, die 30 bis 40% sind bei Freileitungen, die Dunkelziffer ist mit Sicherheit höher für die Konzerne, die nur Profit machen wollen, da geht es nur ums Wachstum und die Politik ist leider Hüfthalter, ist leider Armleuchter, muss ich sagen, für die Wirtschaft. Die Wirtschaft knebelt die Politik. Ja, da die Politik leider schon den Lobbyisten anheimgefallen ist, gibt es jetzt dafür euch Aktivisten, jetzt macht jetzt da den Hungerstreik. 11 Tage, glaube ich, ist das jetzt bei euch schon, haben wir da gelesen. Seit der 11. Tag, ja. Genau. Hätte 2 Fragen zu dieser Aktion. Wie ist das so, wenn man da jetzt schon 11 Jahre tagelang nichts gegessen hat? Ja, es ist grenzwertig. Es geht uns allen den Umständen entsprechend gut. Also, Kreislaufbeschwerden sind an der Tagesordnung. Also, ich war schon fast über ein paar Stühle drüber krumpelt, weil ich mich einfach nicht mehr davon habe. Es wird dann schnell schwarz. Ich bin sehr groß, bei mir ist es extrem, wenn ich schnell aufstehe, dann muss ich mich gleich wieder runterducken, weil sonst liege ich am Boden. Also das zehrt schon, aber bis zu einem gewissen Grad wird es auch der Körper gewohnt, aber man wird natürlich immer weniger, das ist klar. Es ist halt die Anfangszeit bei den Hungersachen sicher schwieriger. Ich habe gehört, 3 Wochen kann man ohne Nahrung auskommen, wenn man auch regelmäßig dazu noch trinkt. Ja. Wie ist es das nachts? Ist das gefährlich oder ist das eine recht schöne Stimmung da? Also am Abend haben wir meistens eine schöne Stimmung. Auch der Erzbischof Lackner war schon bei uns, hat uns sein Wohlwollen zugesagt. Ich hoffe, dass er noch mehr macht für uns mit einer Feldmesse, werden wir schauen. Es ist meistens eine gute Stimmung, kommen angenehme Leute. Des Nächtens, da sind wir am Mozartplatz natürlich auch Fremdenverkehr. Also ist jeden Abend wird geschrien, sehr laut, sehr hell. Und da gibt es natürlich auch schon, schlaft man natürlich nicht so gut. Aber es ist uns egal, es ist unser letzter Verzweiflungsakt. Falls uns nicht noch was Besseres einfällt, dann tun wir wieder weiter. Weil einfach ja, momentan die Situation in Salzburg dermaßen dramatisch ist. Ne? Aktionen macht sie ja wirklich viele. Gibt es jetzt auch noch andere Hinweise für Verkehr, was für die Verkabeln? Für die Verkabeln, genau, Verkehr ist ja wieder was anderes. Als Verkabler, habt ihr da noch andere Aktionen? Möchtet ihr da irgendwelche Hinweise geben, was so für die Leute interessant wäre? Ja, wir wollen einfach möglichst die Wälder, die Standorte schützen, weil solange die Bäume stehen, solange kann auch nicht gebaut werden. Und die Bäume sind einfach Lebewesen auch, die einfach fürs Klima, das sind Klima- und Schutzwälder, ja, die sind für uns Salzburg und für die ganze Welt wichtig, so klein die Menge auch sein mag. Immerhin sind es doch 800.000 Bäume, 800 Hektar Wald in Salzburg allein. Es gibt aber auch in Oberösterreich allein 3 Projekte und im Vergleich zum Beispiel bei der Trasseverkabelung, da wird eine ganz andere Trasse gewählt, durchs Tal sind es genau 20 Hektar. Das hat unsere Experte Ingo Renner, der das Gutachten für das Erdkabel Salzburg macht, da sind es 20 Hektar, dem gegenüber stehen 800 Hektar Wald.
Und da wollen wir natürlich einige Aktionen machen. Da braucht man wirklich Unterstützung von der Bevölkerung, auch monetär, weil es natürlich mit Strafen, es ist ziviler Ungehorsam. Und ziviler Ungehorsam heißt aber nicht, dass du keine Verwaltungsstrafen, keine Besitzstörungsklagen bekommen kannst. Oberstes Prinzip ist Gewaltfreiheit bei uns. Das ist das Allerwichtigste für uns. Aber wir wollen auch das Leben schützen, nicht nur das Leben der Bäume, sondern auch die Lebensgrundlage der Menschen. Also ich bin echt stolz auf euch, weil bei vielen Demonstrationen, was ich in meinem Leben bewegt habe, habe ich sowas wie einen Hungerstreik, einen richtigen Sitzstreik noch nie erlebt. Und ich bin auch der Meinung, das ist das Einzige, was vielleicht nicht unbedingt die Politik hellhörig macht, aber die Menschen, die Mitmenschen, die was vorbeigängen. Nur so, glaube ich, trifft man Anteilnahme auch und auch Mitwirkende. Man kann sich da vorne eintragen, habe ich noch gesehen, bei eurer Homepage wahrscheinlich sicherlich auch. Und da kann man sicher dann herausfinden, wo die Stärken bei jedem Teilnehmer wären, oder? Genau. Also wir haben da eine Liste, wo man sich mit E-Mail eintragen kann. Das E-Mail ist deshalb so wichtig, weil wir dann die Leute informieren wollen. Das bleibt aber im Verein, das wird nicht herausgegeben, die E-Mail. Die E-Mail ist deshalb auch so wichtig, weil jeder Politiker weiß, eine E-Mail-Adresse und Unterschrift, das multipliziert sich dann in das Vielfache, weil wir dadurch wie ein Medium Informationen rausgeben können. Und davor fürchten sich die Politiker, dass wir Informationen, die Fakten, die Unwahrheiten der APG oder Betreiber widerlegen können mit wissenschaftlichen Studien, mit Fakten einfach. Und davor fürchten sie die Politiker am meisten. Klar, vor einem Hungerstreik fürchten sie sich nicht so sehr, außer die Medien berichten darüber. Wenn die Medien darüber berichten und die Menschen erfahren von uns, nicht, dann sind es Wählerstimmen. Und das Einzige, wovor sich ein Politiker fürchtet, sind Wählerstimmen. Sonst fürchtet er sich vor gar nichts. Wie sind die Medien? Sind sie auf euch aktiv? Ja, da muss ich schon sagen, die Medien sind nicht sehr aktiv. Die einzige, die Kronenzeitung, die wirklich mit einem fairen Journalismus, mit einem offenen, echten Journalismus über uns berichtet, die auch selbst recherchiert und einiges schon aufgedeckt hat. Der ORF und andere Medien sind eher, sage ich mal, gleichgeschaltet. Aber wir werden natürlich auch von Ihnen beachtet und hoffen natürlich auf weiteren Zuspruch und weiteren Beobachtung von Ihnen und weitere Sendung von Ihnen. Ja, also ich wünsche euch wirklich viel Erfolg bei eurer Aktion. Es ist sehr wichtig, finde ich extrem lobenswert. Habt ihr noch irgendwelche abschließende Worte, was noch wichtig wäre? Ja, für uns war es natürlich extrem wichtig, nachdem das Ganze viel Geld kostet, da möchte ich nicht betteln oder auch nicht um Spenden. Es geht nicht um Spenden, sondern es geht um Unterstützung. Also die eigentlichen Aktiven, die haben teilweise tausende Euro schon investiert. Wir wissen aber genau, wie viel das wir verlieren, wenn wir wenn diese Leitung gebaut wird. Das geht in die Hunderttausende bis Millionen für die Grundeigentümer. Das geht in die Landschaftszerstörung bis zur Zerstörung des Fremdenverkehrs, dort wo die Leitung ist, und das Naherholungsgebiet der Menschen. Also das kann man mit Zahlen gar nicht beziffern. Aber wir wollen eben nicht um Spenden bitten, sondern um Unterstützung, damit wir die Landschaft retten können, weil natürlich teilweise ziviler Ungehorsam und auch das ganze Informationsmaterial, das ist alles viel Arbeit und kostet leider auch viel Geld. Die Zeit wird nicht bezahlt bei uns, wir machen das alle ehrenamtlich, und so egoistisch und so ehrlich bin ich, ich mache es für mich, aber ich mache es natürlich auch für Salzburg und für alle meine Mitkämpfer, die da sind. Gell? Also man kann jederzeit uns unterstützen, auch finanziell unterstützen, und da sind wir sehr, sehr dankbar. Danke vielmals. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Man kann nur gewinnen, es gibt nur positive Punkte daran. Man hat eigentlich nur Nachteile jetzt. Ihr wollt euch eigentlich nur für die positiven Sachen einsetzen. Jeder könnte ein Gewinner sein, auch die Politiker. Und wir hucken alle ins selben Boot. Darum danke, dass ihr das macht. Und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg. Und bitte schaut auch mal vorbei am Mozartplatz. Wir sind nur eine Zeit da. Genau, sie sind nur eine Zeit da. Wir haben vor, auszuharren, solange es geht. Da muss ja jeder für sich persönlich entscheiden. Aber solange es geht. Und eigentlich bis, dass der Baustopp, den wir sehr nahe erwarten, aber das kann noch Wochen dauern, vom Gericht, vom obersten österreichischen Verwaltungsgericht entschieden wird,
da wird sich dann herausstellen, ob wir jetzt einmal einen Baustopp bekommen. Verfahren ist dann wahrscheinlich sicher noch nicht zu Ende, weil die Gegenseite natürlich Anwälte und Geld, unser Steuergeld, ohne Ende hat, ja, für Werbung, für Anwälte, um auch die Medien zu füttern. Ja. Dankeschön. Danke auch. Summertime. Warte mal, das wird nochmal so.